Hallo liebe Schrauberfreunde, bei diesem 1/4er Golf zeige ich euch, wie man die Drosselklappe reinigt. Zum Reinigen der Drosselklappe benötigen wir einen Plastikkeil, einen 30er Torx-Schraubendreher, diverse Lappen und Drosselklappenreiniger. Die Drosselklappe befindet sich hier oben unter der Motorabdeckung. Diese nehmen wir ab, einfach dran ziehen. Die ist an 4 Stellen hier eingeklippt und hier oben entfernen wir den Schlauch von der Kurbelhäuserentlüftung. Abziehen, Verkleidung abnehmen und hier oben befindet sich die Drosselklappe. Jetzt sieht man hier drin schon Verschmutzung. Diese Verschmutzung der Drosselklappe können zu einem unruhigen Motorlauf führen oder im schlimmsten Fall kann auch die Motorkontrolllampe an sein. Damit ich besser zeigen kann, wie man die Drosselklappe reinigt, baue ich sie aus. Ihr in eurem Fall könntet sie auch im eingebauten Zustand reinigen. Als erstes entfernen wir diesen Stecker. Dazu den Stecker in Richtung Drosselklappe drücken, die Entriegelung betätigen und den Stecker abziehen. Und dann sind hier 4 Schrauben. Diese 4 Schrauben nehmen wir einen Torx-Schraubendreher und schrauben diese einfach raus. 1. Nummer 2. Nummer 3. So, Nummer 4. Wenn die 4 Schrauben gelöst sind, können wir die Drosselklappe nach oben rausnehmen. Entfernen die 4 Schrauben. So. Und hier sehen wir jetzt die Verunreinigung. Wie ihr seht hier, diese schwarzen Ablagerungen, die dürfen da nicht sein. Das muss alles silberblank sein, damit die Drosselklappe ordentlich schließt. Dazu nehmen wir Drosselklappenreiniger, sprühen uns den auf den Lappen. So. Und wischen die Drosselklappe aus. Ordentlich putzen. So. Ihr seht, es kommt alles raus. Durch hier Reiniger in die Drosselklappe sprühen. Und jetzt seht ihr hier schon die ersten Stellen, wo sich diese Verkorkung löst. Na dann putzen, bis alles silber ist. So sieht das schon erstmal ganz gut aus. Jetzt seht ihr hier, die groben Verschmutzungen sind erstmal weg. Damit wir jetzt auch den Zwischenraum hier besser gereinigt kriegen, nehmen wir einen Plastikkeil, machen die Drosselklappe auf. So, und jetzt reinigen wir diesen Zwischenraum auf beiden Seiten. Dann sieht man hier auch noch mal sehr gut, wenn man hier reinguckt. Natürlich reinigen wir auch diese dünne Fläche der eigentlichen Klappe. So, wie ihr jetzt seht, sieht die Drosselklappe wieder aus wie neu. So, auch die Dichtfläche der eigentlichen Klappe sieht wieder gut aus. Damit ist sie bereit zum Einbau. Bevor wir die Drosselklappe wieder einbauen, noch 2 Sachen. Zum einen achtet auf diese Dichtung. Wenn die beschädigt ist, müsst ihr die ersetzen. In unserem Fall ist die in Ordnung, deswegen nehmen wir die wieder. Und achtet auf diese 2 Stifte. Denn das sind die Passstifte, damit die Drosselklappe später richtig sitzt.
Achtet darauf, dass die in den entsprechenden Bohrungen am Boden der Drosselklappe sitzen. Dann Drosselklappe aufsetzen, auf diese Passstifte achten, wie gesagt. So. Und Schrauben wieder rein. So. Und vorsichtig über Kreuz anziehen. So, jetzt Stecker wieder drauf, diesen aufsetzen und hörbar einrasten, klick. Als letztes die Motorabdeckung wieder drauf. Achtet oder denkt an den Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung, aufschieben, so, und Motorabdeckung wieder draufdrücken. So, damit sind wir mit dem Einbau wieder fertig. Jetzt müssen wir die Drosselklappe noch mit einem geeigneten Diagnosetester neu anlernen. Dazu geht man auf den Punkt Drosselklappe anlernen. Und dann macht der Tester das ganz alleine. Der Tester sagt Adaption IO, damit ist das Anlernen der Drosselklappe abgeschlossen. Jetzt müssen wir noch probieren, ob es funktioniert. Ja, läuft. Und sogar besser als vorher. Damit sind wir für heute fertig. Also dann, bis zum nächsten Mal.